Ich bin der Christian und das ist mein erstes Mal. Wir sind heute zu Gast auf dem Stuttgarter Wasen. Bin eingeladen von meinem Sponsor und mal schauen, wie viel Bier es am Ende noch sein wird. Zum Wohl auf euch. Knall mich heute ab. Nein, ich schieße mich heute ab. Nicht abknallen, abschießen. Ich merke es jetzt schon nach einem Maß, dass es nicht mehr so ist wie früher. Aber ja, muss auch sein. Und deswegen, ja, ich schieße mich heute ab, ganz einfach. Wohin geht's jetzt erstmal? Jetzt laufen wir mit den Fußballleuten, falls sie nicht schon weg sind, laufen wir rüber zum Stadion, weil heute spielen gegen Wolfsburg. Und sag mal Hallo zu denen kurz. Und dann gehen wir wieder zurück an die Arbeit. Zum Saufen, Essen und das war's dann. Ja. So geht's heute bis um 12. Wie viel Uhr haben wir jetzt? 13:30. Also haben wir noch ein bisschen Zeit. Schauen wir mal, wie viel Maß ich heute runterbekomme. Zum Wohl. Auf dich, Dave. Schmeckt, ja. Schmeckt von dir immer. Was willst du jetzt? Was hast du bestellt? Was hab ich bestellt? Ich darf ja jetzt essen. Thüringer Bratwurst mit Senf. Danke. Senf muss ich selber drauf nehmen. Schmeckt. Man muss ja den Magen jetzt füllen, bevor der ganze Alkohol jetzt noch mehr wird. Dass ich eine gute Grundlage geschaffen habe. Hm. Das ist aber jetzt nicht so überzeugt gewirkt von der Wurst. Doch. Schmeckt echt gut. Ja? Hast mich erwischt? Ja. Ja? Ich wollte es einfach nur mal festgehalten haben. Ja, danke schön. Gehen wir, oder? Dein linker Haken war nicht so gut. Nee, linker Haken nicht. Warte, meine Frau will auch Hallo sagen. Hallo. Hallo. Mehr kann ich nicht mehr einschenken. Mal zwischendurch zum Essen gibt es halt Champagner. Aber das ist normal nicht mein Fall. Normal lieber Faxe. Was gibt's noch? Oettinger. Nee, Oettinger nicht. Unser Wasseralfinger. Bei uns in der Region das beste Bier, Wasseralfinger Bier. Merkt euch das. Wenn ihr mal im Ostalbkreis seid, müsst ihr unbedingt Wasseralfinger Bier trinken. Also, zum Wohl. Und was gibt's zum Essen? Schweinshaxe. Eine gute alte Schweinshaxe. Schmeckt die? Geht. Muss ich ehrlich sagen, geht. Ich bin der Christian und das ist mein erster Shampoo. Auf geht's. So Christian, es ist 2 Wochen nach deiner OP. Wie geht's dir eigentlich? Wenn ich ehrlich bin, geht's mir so gut wie schon lange nicht mehr. Weil ich weiß, ich habe in 2-3 Monaten keinen Kampf mehr und kann jetzt mal komplett abschalten. Das konnte ich, seit ich Kampfsport gemacht habe, seit ich Profikämpfer bin, konnte ich das noch nie wirklich machen, dass ich mal abgeschaltet habe oder dass ich Urlaub hatte oder sonst irgendwas. Und letztes Mal waren wir auch auf dem Basen mit meiner Frau, da hat sie auch gesagt, sie kann sich nicht daran erinnern, wann ich mit dir das letzte Mal irgendwo hingegangen sind, ohne Stress, ohne dass du müde bist oder dass du ins Training musst oder dass du nichts essen kannst. Und das war schon lange her, ja. Und die Zeit gibt mir gerade richtig Kraft. Hol mir da meine Energie her. Ja, mir geht's gerade richtig gut, trotz der Verletzung und meine wohlverdiente Pause, die ich mal mache. Ja. Sehr schön. Hast du denn trotzdem schon eine Prognose von deinem Arzt irgendwie bekommen, wie dein Heilungsprozess ist, wie lange es noch ungefähr dauert, bis du wieder zurück sein kannst? Ja, ich muss ja jetzt noch die Schiene hier tragen. Ich darf sie beim Essen und so wegmachen. 4 Wochen jetzt noch, also insgesamt 6 Wochen die Schiene. Darf ich halt absolut mit dem Arm nichts machen. Mache ich auch nicht. Und nur ein paar bestimmte Bewegungsübungen, die darf ich machen, aber auch nicht zu viel. Dann hat er gemeint, ja, 3 bis 4 Monate dauert, bis ich wieder hart ins Sparring einsteigen kann. Okay. Und ja, das kriege ich hin. Ab wann darfst du denn wieder anfangen mit Sport? Ich sehe, also in deinen Storys sieht man ja, dass du immer am Spazieren bist und immer rumlaufen bist. Ab wann darfst du wieder mit Training beginnen? Ich musste jetzt warten, bis die Fäden draußen waren, weil die Gefahr war da, dass die Wunde sich entzündet, wenn ich zu viel schwitze. Und so wie ich schwitze, war die Gefahr da einfach. Und da musste ich, ja, durfte jetzt nicht zu viel schwitzen. Aber jetzt ab Montag beginnt mein normales Training, sage ich jetzt mal, die nächsten Wochen gehe ich ein bisschen Fahrrad fahren, auf dem Ergometer Treppen laufen und joggen, sowas, nee, aber lockere Läufe, Beintraining, sowas kann ich dann alles machen, ja, und das werde ich dann machen. Und nach den 6 Wochen kann ich dann anfangen mit Muskelaufbau, Krafttraining wieder, linker Arm, ist wichtig, dass die Kraft wieder schnell da ist und dann kann ich so nach und nach mich langsam rantasten, ja. Hallo, ich bin der Christian und das ist jetzt mein zweites Maß. Auf geht's, auf euch, Sportsfreunde.
Support your local fighter. Jazzy, schenk mir ein Foto. Also, ich bin der Christian, das ist jetzt mein drittes Maß. Was hast du schon wieder bestellt? Ich nichts. Immer noch beim dritten Maß, aber gleich kommt das vierte. Hallo, ich bin der Christian und das ist mein zweites Champagnerglas. Glas, Krug auf euch. So, wie ist deine aktuelle Stimmung? Ich glaube, man sieht es mir langsam an. Der Alkohol wird langsam. Aber ja, deswegen bin ich heute hier. Aber tut gut der Kurzurlaub, oder? Ja, ich sag mal, das muss heute mal sein. Das muss heute mal sein. Gehört auch dazu. Deswegen, hallo, ich bin der Christian und das ist mein drittes Maß, oder? Ja, richtig. Zum Wohl. Zum Wohl. Kein Schnaps. Wo warst du denn? Hier, da brauche ich nicht dabei sein. Los gegen 3, 1, 0, 3, entscheiden. Jetzt muss es sein mit ihm. Alle Ängste, alle Sorgen, sag mal. Christian, mit wem sind wir eigentlich hier? Mit meinem Freund und Sponsor, Michael Schurer. Peter. Der fragt, mit wem ich da bin. Was? Der fragt gerade uns, mit wem ich da bin. Mit mir. Michael Schurer. Mit Freund und Sponsor. Genau, Freund und Sponsor von Anfang an. Und der Christian und das ist mein dritter Champagner-Tag. Zum Wohl. Wir klatschen zusammen. Du hast aber auch viel Durst mitgebracht, oder? Sehr viel Durst, immer sehr viel Durst. Was denn? Ja, mein Name ist Christian. Das ist mein erstes Wasser zwischendurch. Hallo, ich bin der Christian und das ist mein zweites Wasser. Also, ich habe gerade den MMA-Fighter herausgefordert, im Schießen hat er keine Chance. Im Schießen, im Dosenwerfen. Was genau gibt's noch? Richtig. Was gibt's noch? Egal, Luftballons. Du hast keine Chance. Das sehen wir dann. Das sehen wir dann. Und also, das machen wir jetzt. Wir laufen eine Runde hier durch den Bass, vielleicht eine Runde Boxout. Nee, Boxout nicht. Lieber nicht. Lieber nicht. Keine Boxout, keine Boxout. Wie viel hast du getroffen? Du hast noch gar nicht. Fünf. Waren sieben waren es, ja. Bist du zufrieden mit deiner Leistung? Nein. Es kommt jetzt drauf an. Wie viel hast du getroffen? Sieben habe ich getroffen. 7 von 10. Können wir Bild machen. Können wir mit dem Bild machen. Ich habe ein Match mit Christian Ungert im Pfeil. War okay. Alter. Wie lange der jetzt? Ich bin nicht eingetroffen. Ich bin ein schlechter wie du. Wie viel? Schlechter wie du auf alle Fälle. Ja, das wollte ich hören. Der hat gesagt, der macht mich allen platt. Michi, jo. Bist du denn gut im Löcher treffen? Werden wir sehen, keine Ahnung. Schauen wir mal. Aber erfahrungsgemäß? Habe ich noch nie probiert. Wie viel habe ich? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Mehr. Ich? 5. Und jetzt zu 2, 4. Die Königsdisziplin? Nein, weil ich bin ja hier ein bisschen geschädigt mit der Arm. Das ändert ja nichts daran, dass es die Königsdisziplin ist. Schießen, oder? Ja. Halbe zählt auch. Ja. Meinst du, du kannst da mitmachen? Ja, das schaffen wir, das schaffen wir. Ja. Wie viel Maß hattest du nochmal? Helf mir mal. Ich weiß nicht, ich glaube 4, oder? 4 Maß. 4 und 3 Shampoos. Und 3 Champagner. Guter Start. Sag mal, ist das so ein Schwabending, dass alle hier schießen können oder was geht ab? Er wohnt ja in Bayern. So mit dem habe ich eigentlich nichts zu tun. Wer hat 16? Wer hat 16? Ich. Wer hat 17? Ich. Klicke her. Also, von drei Spielen habe ich jetzt alle 3 gewonnen.
Läuft nicht so gut. Man kann nicht immer Glück haben. Was ist diesmal geworden? Ein Leopard. Und ich hoffe, ich bringe die Kuscheltiere alle nach Hause. Dass sich meine Tochter freut, als ich fange an. Auch drei. Er war schlechter. Was? Also, 4 Spiele, 4 Siege. Was krieg ich jetzt? Oder wir? Wollt ihr eine Sache zusammen? Zusammen. Hut, Double G. Da kennt sich keiner mehr. Wenn man Hut, da kennt sich keiner mehr. Passt ja, oder? Der passt. Dankeschön. Heute zum ersten Mal. Prost, ihr Säcke! Salut, ihr Säcke! Was hier schon wieder los ist, ha? Ja, aber ich brauche ein Bier. Kannst du aufhören, uns abzuföhnen hier? Natürlich nicht. Hallo, ich bin der Christian und das ist mein fünftes Maß zum Wohl. Schmeckt es noch wie das erste? Ja. Nein. Völlig schwere Not. So, gib mir mal einen Zwischenstand. Wir haben jetzt noch 2,5 Stunden hier im Zelt. Dann ist 12 Uhr. Ich habe jetzt 5 Mark. Und ja, zum Glück habe ich eine Sonnenbrille dabei. Wie viel ist von deinem 5. Mark noch da? Du bist nicht nur im Oktagon eine Maschine, sehe ich gerade. Immer Maschine. Maschine durch und durch. Jetzt habe ich in allem verloren gegen ihn. Alle Spiele verloren. Und jetzt mag ich nicht mehr. Der Kelt ist halt einfach der Champion. Der ist der Champion. Also, ich bin voll das Schmerz. Aber jetzt muss man wissen. Hallo, ich bin der Christian und das ist jetzt mein 3. Wasser. Immer Wasser zwischendurch trinken, ganz wichtig beim Saufen. Hallo, ich bin der Christian und das ist meine letzte halbe. Ich bin umgeschickt vom Mars auf eine halbe, weil das reicht jetzt. Aber die knall ich noch rein. Morgen muss mir so scheiße gehen, Alter. Aber scheißegal, muss auch mal sein. Die Champagner-Scheiße da brauche ich nicht. Ich trinke lieber mein Bier. Ist das immer noch dein 5,5? Ja, immer noch. Warum? Kommt da noch ein 6. oder? Schauen wir mal. So, hey Junge. Jawohl. Fazit zum Abend bisher? Zerstört, aber muss jetzt mal sein. Jetzt gehen wir erstmal ins Hotel und dann sehen wir mal weiter. Aber ich denke, es war gut, hat gereicht und ja. Sehr schön. Zerstört. Wie geht's dir eigentlich? Es hält sich in Grenzen. Nach dem Training, wenn man viel schwitzt, ist es wichtig, Elektrolyte zu trinken und auch wenn man ein bisschen Alkohol getrunken hat oder ein bisschen viel. Deswegen, um den Kater vorzubeugen, trinke ich jetzt meine Elektrolyte und ihr wisst, mit Kote Kelt gibt's was? Die blauen Augen gratis. So sieht's aus. Mein Shaker nicht dabei, aber wohl. So, Sportsfreunde, also ich. Für mich ist Game Over, ich bin tot, ich bin kaputt. Aber es musste mal sein, jetzt ist 12:30 und ja, es war genug für heute. Ich hoffe, euch gefällt das Video, habt ein bisschen Spaß mit mir gehabt und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein.